Zahnstein beim Hund. Eine Minute Tierliebe. Was ist eigentlich Zahnstein? Zahnstein sind verhärtete Futterreste, abgestorbene Zellen der Maulschleimhaut, vermischt mit Speichel, Bakterien und manchmal auch Pilzen. Woran erkenne ich Zahnstein? Auf den Zähnen hat sich meistens eine gelblich bis bräunliche steinharte Masse abgesetzt. Deswegen kann der Hund extrem aus dem Maul riechen. Was tun, wenn mein Hund schon Zahnstein hat? Hier hilft oft nur eine Zahnsteinreinigung beim Tierarzt. Welche Folgen kann übermäßiger Zahnstein mit sich bringen? Da Ihr Hund ständig mit Bakterien und Keimen konfrontiert wird, sind Entzündungen und Blutungen des Zahnfleisches keine Seltenheit. Dies kann sich auch zusätzlich negativ auf die Nieren Ihres Hundes auswirken. Wie kann ich Zahnstein vorbeugen? Eine artgerechte, fleischreiche Ernährung, am besten mit Nassfutter, kann Zahnstein durchaus verhindern. Weil der Hund zum Verdauen keine überschüssige Magensäure produziert und somit nicht ständig aufstoßen muss. Magensäure greift nämlich den natürlichen Schutz der Zähne an. Zusätzlich empfehle ich einmal die Woche einen Knochen vom Metzger. Bitte kein Markknochen, da sich der Hund den Unterkiefer einklemmen kann.